Die große Frage, worauf ich noch keine Antwort gefunden habe, trotz 30 Jahre Erforschung der weiblichen Seele, ist, was will die Frau? Wer trinken, rauchen und Sex aufgibt, lebt auch nicht länger. Es kommt ihm nur so vor. Der Verlust von Scham ist das erste Zeichen des Schwachsinns. Wenn man jemandem alles verziehen hat, ist man mit ihm fertig. Niemals sind wir ungeschützter gegen das Leiden, als wenn wir lieben, niemals hilfloser unglücklich, als wenn wir das geliebte Objekt oder seine Liebe verloren haben. In dem Augenblick, in dem ein Mensch den Sinn und den Wert des Lebens bezweifelt, ist er krank. Ein jeder von uns kommt dahin, die Erwartungen, die er in der Jugend an seine Mitmenschen knüpft, als Illusionen fallen zu lassen und kann erfahren, wie sehr ihm das Leben durch deren Übelwollen erschwert und schmerzhaft gemacht wird. Hinter jeder starken Frau versteckt sich ein tyrannischer Vater. Die Stimme der Vernunft ist leise, aber sie ruht nicht, ehe sie sich Gehör verschafft hat. Die Gegenwart kann man nicht genießen, ohne sie zu verstehen, und nicht verstehen, ohne die Vergangenheit zu kennen. Die Absicht, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten. Wenn wir die Gründe für das Verhalten der anderen verstehen könnten, würde plötzlich alles einen Sinn ergeben. Erwachsen ist man, wenn man das vereinen kann: lieben, arbeiten, genießen. Das Unterbewusstsein ist die Automatik der Seele. Niemals sind wir so verletzlich, als wenn wir lieben. Zu sich selbst vollkommen ehrlich zu sein, ist eine gute Übung. Bei einem Vortrag denkt nach Minuten sowieso jeder nur noch an Sex. Die Freiheit des Einzelnen ist keine Gutmütigkeit der Zivilisation. Sie war vor jeder Zivilisation an ihrem höchsten Punkt. Das Falsche ist oft die Wahrheit, die auf dem Kopf steht. Der Traum ist der königliche Weg zu unserer Seele. Glück ist die Erfüllung von Kinderwünschen. Der Intellekt hat eine leise Stimme. Worte und Zauber waren ursprünglich ein und dasselbe. Auch heute besitzt das Wort eine starke magische Kraft. Eines Tages, zurückblickend auf die Jahre, wo du gekämpft hast, werden sie dir wie die schönsten vorkommen. Die Kultur muss alles aufbieten, um den Aggressionstrieben der Menschen Schranken zu setzen. Wir streben mehr danach, Schmerz zu vermeiden, als Freude zu gewinnen. Die Religion ist eine Neurose.
Es ist unmöglich, die Menschen zu kennen, ohne die Macht der Worte zu kennen. Wo es war, soll ich werden. Liebe ist ein nur ein schöneres Wort für Triebe. Der Traum ist die Erfüllung eines unterdrückten Wunsches. Auf die Dauer kann der Vernunft und der Erfahrung nichts widerstehen. Der Mensch muss außerdem Mitleid für andere auch Rücksicht für sich selbst haben. Die große Mehrzahl der Menschen arbeitet nur notgedrungen, und aus dieser natürlichen Arbeitsscheu der Menschen leiten sich die schwierigsten sozialen Probleme ab. Gegen Angriffe kann man sich wehren, gegen Lob ist man machtlos. Das Träumen ist ein Stück des überwundenen Kinderseelenlebens. Was man oft versucht und immer will, das gelingt dann einmal. Wenn man der unbestrittene Liebling seiner Mutter gewesen ist, so behält man fürs Leben jenes Eroberergefühl, jene Zuversicht des Erfolges, welche nicht selten den Erfolg nach sich zieht. Die Bestandteile der echten Liebe sind zwei, die erotische Anziehung und die zärtlichen Gefühle, welche aber so funktionieren, dass sie die erotische Anziehung zurücktreiben. Wenn man ein Liebesobjekt verloren hat, so ist die nächstliegende Reaktion, dass man sich mit ihm identifiziert, es gleichsam durch Identifizierung von innen her ersetzt. Das sexuelle Verhalten eines Menschen ist oft vorbildlich für seine ganze sonstige Reaktionsweise in der Welt. Gedanken sind die Proben zu Handlungen. Wer keinen Sex hat, redet über Sex. Ein Hungriger redet über Essen, wer kein Geld hat, redet über Geld, und unsere Oligarchen und Banker reden über Moral. Glück bedeutet die Erfüllung von Kinderwünschen.